Also, herzlich willkommen in Frankfurt, herzlich willkommen an der Frankfurt UAS. Mein Name ist René Thiele. Ich bin amtierender Präsident dieser Institution, dieser Hochschule und freue mich ganz besonders, Sie zu dieser Konferenz Beyond begrüßen zu dürfen. Ich muss ehrlich sagen, als Meron mir vor einigen Monaten von der Idee dieser Konferenz erzählt hat, habe ich keinen Moment gezögert und natürlich zugesagt, dass wir das erstens uns freuen, dass wir es veranstalten dürfen und zum Zweiten, dass ich auch in jedem Fall kommen werde, um Sie kurz zu begrüßen, weil ich es tatsächlich für einen sehr wichtigen Beitrag halte, für eine außerordentlich wichtige Konferenz und ein Thema, mit dem Sie sich in den nächsten zwei Tagen beschäftigen werden, das uns alle betrifft, das die ganze Gesellschaft betrifft und das besonders in Frankfurt, im Frankfurter Raum und auch an der Frankfurt UAS hingehört und hier auch diskutiert werden muss. Worum geht es eigentlich? 77 Jahre sind vergangen seit der Befreiung von Auschwitz und allein das ist schon symbolisch mit Frankfurt über die Frankfurter Schule nochmal in besonderem Maße verbunden, um es mit Adorno zu sagen, damit Auschwitz nicht noch einmal sei. Das allein ist schon Ausdruck für das, was wir in Frankfurt denken und wollen, denken und handeln wollen. Und die deutsche Geschichte wäre auch nicht nachvollziehbar, verständlich und die Denkmuster irgendwie nachvollziehbar, wenn wir nicht das Gedenken an das Leid und die Schrecken des Nationalsozialismus und die Gewaltherrschaft der Nazis hätten. Es ist ein Stück weit das kollektive Gedächtnis eingeprägt im kollektiven Gedächtnis der Menschen in der Gesellschaft. Und ich bin mir sicher, Sie werden in den nächsten zwei Tagen eine intensive Diskussion auch darüber führen, mit Expertinnen und Experten getragen, diese Veranstaltung auch von der Bildungsstätte Anne Frank und ich spreche auch zu Ihnen als Mitglied des Beirats der Bildungsstätte und bin deswegen sehr froh, dass es uns gelungen ist, zusammen diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen, damit Sie über die Einzigartigkeit diskutieren, die ich als Nicht-Historiker gar nicht beurteilen kann. Und dennoch ist bei allem Geschichtsbewusstsein immer noch weiße Flecken im kollektiven Gedächtnis, wenn es um die Frage der Kolonialzeit geht, von der allgemein immer noch angenommen wird, naja, Deutschland hat ja nur eine geringe Rolle darin gespielt und war nur ein kleiner Treiber im Bereich der Kolonialzeit als Kolonialmacht. Aber diese Diskussion ändert sich, hat sich geändert in den vergangenen Jahren, wird intensiver und auch intensiver geführt und das wird ein wesentliches Element dieser Diskussion sein, dieser Gespräche sein. Diese beiden wichtigen historischen Ereignisse, Mahnmale nebeneinander zu stellen, miteinander zu diskutieren, ohne dabei aufzuwiegen, ohne dabei abzugleichen oder die Frage zu stellen, was ist die größere Verantwortung? Wir haben eine gemeinsame kollektive Geschichtsverantwortung, um diese Themen auch gemeinsam zu denken und ins Bewusstsein zu holen. Und das ist nicht nur eine Aufgabe für Historikerinnen und Pädagoginnen, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir uns alle stellen müssen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir durch die Diskussion, durch den Diskurs, den Themen des Antisemitismus und des Rassismus begegnen können und gemeinsam Wege finden können, um das Bewusstsein zu schärfen und noch mehr Aufmerksamkeit für diese Themen zu erzeugen. Und das ist gerade hier bei uns, auch an der Frankfurt University of Applied Sciences, ein wichtiges Thema, dem wir uns in Gänze stellen wollen und stellen müssen, gerade auch hier in Erinnerung an die Ereignisse in Hanau beispielsweise, in dem wir immer noch sehen, es gibt ihn noch, den Rassismus und diskriminierendes Verhalten. Und dafür müssen wir uns dieser Diskussion stellen und durch fortwährende Diskussion immer weiter im Gespräch bleiben. Ob wir sie verhindern können, wissen wir nicht. Aber auch die jüngsten Diskussionen um antisemitische Vorkommnisse im Rahmen der Documenta zeigen, dass die Diskussion
präsent ist und weitergeführt werden muss. Diese Konferenz will und wird in den nächsten 2 Tagen einen Raum schaffen, um über die Zeit des Post-Holocaust und des Postkolonialismus zu diskutieren und das mit wirklich großartigen und namhaften Referentinnen und Referenten. Insofern danke ich schon einmal noch einmal Meron Mendel für dieses großartige Programm, das Sie zusammengestellt haben. Aber auch insbesondere unseren sonstigen Unterstützern, Kooperationspartnern für diese Veranstaltung möchte ich ganz außerordentlich danken. Dem Auswärtigen Amt natürlich, das die Mittel zur Verfügung gestellt hat, um eine solche Konferenz möglich zu machen. Der Deutschen Welle als Medienpartner und insbesondere dann für die inhaltliche und geballte Expertise und Unterstützung der Bildungsstätte Anne Frank und dem Goethe-Institut. Ihnen allen herzlichen Dank, dass Sie diese Veranstaltung ermöglicht haben. Und zum Schluss möchte ich noch all Ihnen und allen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen danken, die an diesem Diskurs teilnehmen werden und die in den nächsten 2 Tagen diese Diskussion mit uns führen werden. Ich wünsche Ihnen einen ganz erfolgreichen Tag heute, Tag morgen und eine wirklich ergebnisreiche und fruchtbare Diskussion. Vielen Dank und Ihnen alles Gute. Ja, wir müssen wieder das. Ja, jetzt. Ja, lieben Dank, René Thiele, für diese einleitenden Worte. Das zeigt einfach, dass wir eine Frau AS, die ganze Bandbreite der Themen haben. Also auch, wenn man auch einen Ingenieur hört, der über unsere Themen der Historiker und der Sozialwissenschaftler so vertieft sprechen, das kann man wirklich von interdisziplinär. Ist Interdisziplinarität sprechen. Ja, liebe Omer Bartow, liebe Carola Lenz, liebe Teilnehmer und Teilnehmer, liebe Referentinnen und Referenten, die aus der ganzen Welt hierher gekommen sind. Ich bin echt glücklich, dass wir heute zusammenkommen. Und ich möchte mit einem kurzen Zitat anfangen. Schwarze Gestalten hockten, lagen, saßen zwischen den Bäumen, lehnten sich gegen die Stämme, krümmten sich am Boden. In alle Stellungen des Schmerzes, der Verlassenheit und der Verzweiflung, diese dahin sterbende Schatten waren frei wie die Luft. Und beinahe so dünn, dann, als ich nach unten blickte, sah ich ein Gesicht neben meiner Hand. Die schwarzen Knochen lagen längelang da. Eine Schulter lehnte gegen den Baum und langsam hoben sich die Augen nieder. Und die in tiefen Höhlen liegenden Augen sahen zu mir hoch, riesengroß und leer, eine Art blindes, weißes Flackern aus den Tiefen der Augenäpfel, das langsam wieder erlosch. Und überall lagen welche, in alle erdenklichen Haltungen, schmerzverkrümmerter Erschöpfung, wie auf jenen Bilder, die ein Massaker oder die Pest zeigen. Vielleicht hat der eine oder andere diese Stelle erkannt. Das kommt von der Erzählung von Joseph Conrad, der Herz der Finsternis. Ein Roman, eine Erzählung, die schon inzwischen 120 Jahre alt ist. Und ich habe diesen Roman, diese Erzählung, ich weiß genau, wann ich das zum ersten Mal gelesen habe. Das war mein erstes Jahr an der Universität in Haifa, als ich mein Geschichtsstudium angefangen habe. Das war 1999. Und wir saßen ungefähr im Grundkurs zum Holocaust. Sah so ungefähr so aus von der Zusammensetzung. Und der allererste Text, den wir in die Hand bekommen haben von einem Professor, war diese Erzählung. Warum erzähle ich das? Weil das war so selbstverständlich, dass man nicht über den Holocaust anfangen zu lernen, anfangen zu diskutieren, ohne zurückzublicken, ein paar Jahrzehnte vorher, an die Zeit des Kolonialismus.
Und Joseph Conrad beschreibt in seiner Erzählung sehr eindrücklich, wie ich gerade auch ein Stück davon zitiert habe, wie der Kolonialismus im damaligen Kongo stattgefunden hat. Und wir haben auch in diesem Seminar, also im Grundkurs, gelernt, dass beispielsweise diese Idee der Vernichtung durch Arbeit schon in der Zeit der deutsche Kolonialismus in Namibia, wenn man so will, erfunden wurde, als die Herero die Eisenbahn dort bis zu Tote bauen mussten. Oder dass die erste Konzentrationslager auch in diesem Zusammenhang von der Deutschen Kaiserreich errichtet wurden. Also laute Parallelen, laute Kontinuitäten, die schon aus der Kolonialzeit und dann später in Europa dann fortgesetzt wurden und mundeten in was wir als Holocaust, als die Shoah bezeichnen. Und natürlich, dass es auch nämlich nicht beendet, sondern danach gab es viele andere Völkermorde, Genozide, die in bestimmte Ähnlichkeiten, bestimmte Kontinuitäten zu der Zeit des Nationalsozialismus, zu der Shoah, zum Holocaust aufweisen. Ja, also wenn was mir und meine Kommilitoninnen und Kommilitonen im ersten Semester an der Universität in Haifa eine Selbstverständlichkeit war, scheint in Deutschland im Jahr 2020, 21, 22 alles anders als Selbstverständlichkeit zu sein. Plötzlich wird diskutiert, darf man den Holocaust mit anderen Völkermorden vergleichen? Und wird häufig von einem Tabu beklagt. Man darf den Shoah nicht, mit der Shoah nicht vergleichen. Ich finde diese Debatte, also auch diese Tabu wird immer kolportiert, aber gibt es wirklich diese Tabu? Also die können eigentlich Sozial- und Geisteswissenschaftler alles was anders machen, als zu vergleichen. Vergleichen ist dann unsere Werkzeuge und damit arbeiten wir. Und tatsächlich, wenn man auch die Geschichte des Holocaust schaut, also die Vergleiche oder das Zusammendenken von Kolonialismus und Holocaust hat sehr früh begonnen, sogar bevor der Krieg zu Ende war. Und wenn wir sprechen über Hannah Arendt oder Du Bois, die schon sehr früh über Ähnlichkeiten und auch über Unterschiede zwischen den Shoah und Kolonialismus hingewiesen haben, wissen wir, dass hier eine lange Tradition vorliegt. Ja, und mit Vergleich geht es nicht darum, ein Ranking von Völkermorden zu machen, zu sagen, wer ist an Nummer 1 oder wer ist an Nummer, wer er auf Nummer 7 ist. Es geht vielmehr und es geht auch nicht darum, um Qualität oder Quantität zu vergleichen. Es geht vielmehr darum, Erkenntnis zu gewinnen, zu sehen, was können wir aus diesen Vergleichen, was sinnvoll daraus ziehen, was können wir besser verstehen, indem wir zwei Ereignisse nebeneinander stellen. Und dann vielleicht sozusagen raus aus diesem spezifischen Vergleich, überhaupt, was ist ein Vergleich? Ein Vergleich ist, wenn zwei Ereignisse, die unterschiedlichen Ereignisse, nebeneinander gestellt werden. Es wird anhand von, werden die Ähnlichkeiten, es werden die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten untersucht, vorausgesetzt, dass eine zugrunde gelegte Gemeinsamkeiten besteht. Das kann beispielsweise, wir sagen immer, Äpfel und Birnen kann man nicht vergleichen. Das ist Schwachsinn. Natürlich kann man Äpfel und Birnen vergleichen. Beispielsweise in ihr Zuckergehalt oder ihr Vitaminengehalt, vorausgesetzt, dass die beide als essbare Obst kategorisiert werden. Also wir brauchen eine gewisse Gemeinsamkeit, aber dann können wir auf die Unterschiede eingehen. Ja, und wenn diese Frage, also der Vergleichbarkeit,
oder zu vergleichen, einfach so auf der Hand liegt, nämlich mit ja, natürlich kann man vergleichen. Warum kriegen wir noch so uns in die Haare und streiten wir seit 2-3 Jahren um diese Frage, die eigentlich so leicht zu beantworten ist? Man erinnert oft auf der erste Historikerstreit von 1986-87, wo es darum ging, um die Singularität des Holocaust. Ist es ein zweiter Historikerstreit? Ich würde sagen, nein. Es geht um was anderes, weil die Mitstreitenden heute geht es um was gänzlich anderes, als was vor 35 Jahren diskutiert wurde. Heute geht es um sogenannte, um Rosberg zu zitieren, um eine multidirektionale Erinnerung. Gibt es sowas? Kann man sowas schaffen? Ist es vielleicht eine Normalität? Oder ist der Holocaust der einzige Zivilisationsbruch, wie der Begriff von Dan Bittner? Also die Forderungen, diejenigen, die den Bestand der Erinnerungskultur, der deutschen Erinnerungskultur kritisieren, ist, dass mehr Anerkennung für Rassismus, für Kolonialrassismus, also historische Aspekte des Rassismus, aber auch gegenwärtige Rassismus. Wir haben vorher Herr Thiele gehört, der von Hanau gesprochen hat. Diese Forderungen sind wichtig und sind berechtigt. Zugleich stellt sich die Frage, ob damit auch Relativierung des industriellen Mordes des an den europäischen Juden einhergeht. Und da befinden wir uns schon in Mitte der Debatte, in der Antisemitismus einerseits und Kolonialrassismus auf der anderen Seite gegeneinander diskutiert werden. Das ist eine Debatte, die in sehr unterschiedliche Felder geführt wird, in deutsche Feuilletons, in der Akademie, im Aktivismus, auf dem Netz. Und diese Debatte zieht weitere Kreise und weitere benachbarte Felder. Es wird über die Frage der Reparationszahlungen gehen. Wir werden morgen auch über die Frage der Wiedergutmachung und die Abkommen mit Namibien über die Kolonialzeit. Es gibt über die Frage der Repräsentation an verschiedenen Institutionen. Und natürlich ein Thema, die immer wieder kommt, dass der deutsche Verhältnis zu Israel, zum Nahostkonflikt, wie stehen wir eigentlich zu diesem Land? Ein möglicher Startschuss dieser Debatte, die schon eine relativ breite Öffentlichkeit erreicht hat, war der sogenannte Mbembe-Debatte. Ich erinnere Sie und euch, dass im Frühjahr 2020 der kamerunische Philosoph Achille Mbembe eingeladen war, um die Ruhr-Triennale zu eröffnen, und dann später kam die Forderung, Mbembe auszuladen, weil er sich gegen Israel geäußert hat, weil er Nähe zu der Boykottbewegung BDS hat. Und diese Debatte wurde nicht, würde ich sagen, nicht zu Ende geführt, weil die Ruhr-Triennale aufgrund der Covid-19 abgesagt wurde, und damit gab es eigentlich keine Entscheidung, sollte jemand wie Mbembe sprechen oder nicht. Übrigens, auch die Idee, diese Konferenz zu halten, ist in diesem Mbembe-Debatte entstanden. Also die Konferenz sollte eigentlich genau vor einem Jahr stattfinden. Wir haben das, wie viele andere Veranstaltungen, um ein Jahr verschoben, aufgrund von Covid-19. Und wir hatten uns damals nicht vorgestellt, dass gerade diese Verschiebung wird uns in eine Zeit bringen, wo eine Debatte, die wir dachten, die hinter uns ist, noch größer aufkommt. Sie ahnen schon, wovon ich spreche. Ich rede über die sogenannte Documenta-Debatte oder, wenn man so will, Documenta-Skandal. Ja, vielleicht die eine oder andere hat es mitbekommen. Ich war auch irgendwie involviert in dieser Debatte, in diesem Skandal, mal in Kassel, mal aus Frankfurt. Und dachte ich mir, da kann man eigentlich hier was Konstruktives machen. Wir haben die Chance. Es kommen, wenn man so schon sagt, 1500 Künstlerinnen und Künstler aus dem sogenannten globalen Süden nach Kassel, nach Hessen. Sie bringen ihre Perspektive, ihr Blickwinkel mit.
Es gibt die Kritik, von die relativ früh aufgekommen ist, also schon im Januar dieses Jahres, ging es auch um ähnliche Sachen wie beim Bembe-Debatte, sind Nähe zu der Boykottbewegung BDS. Kann man eigentlich nicht diese Perspektive in Gespräch miteinander bringen? Sehr früh war klar, dass ein zentrales Thema, ich habe das schon vorher kurz erwähnt, ist der Blick auf Israel, auf den Nahostkonflikt. Ist Israel ein weißes, koloniales, europäisches Projekt mitten in Nahost? Das ist eine Leseart. Oder ist Israel ein emanzipatorisches, progressives Projekt von verfolgter Minderheit, die seine Rechte erlangt hat und geschafft hat, seine nationale Dasein in diesem alten Stück Land, dem jüdischen Staat Israel, aufzubauen. Das sind zwei Narrative, die, wenn man aus Deutschland blickt, in den Nahost, ist vielleicht ein Narrativ der verfolgten Minderheit, der die Flucht gefunden hat, ein sicherer Hafen im Nahost, ist das Narrativ, der herrscht. Wenn man aber aus postkoloniale Perspektive schaut, aus Ländern, die selber europäischen Kolonialismus erlebt haben, überwiegt das andere Narrativ. Und wie lassen sich diese zwei Narrative zusammenbringen? Wie können sie in dem Gespräch kommen? Und ich komme wieder zu wirklich sehr vielen Stunden und sehr vielen Tage, die ich in der letzten Zeit in Kassel verbracht habe und Gespräche. Und am Anfang habe ich versucht, über die verschiedenen Kunstwerke so mit den Leuten zu sprechen. Also die Kunstwerke, die in Kritik waren. Also kann man das so interpretieren, kann das anders interpretieren, wo sind die Grenzen? Aber ganz schnell habe ich gemerkt, es geht eigentlich nicht um Banner von Tarik Padi oder ein Film von Tokyo Reels oder irgendwelche Zeichnungen von algerischen Frauenkollektiven. Es geht gar nicht darum. Weil diejenigen, mit denen man spricht, haben schon sich vorher auf ein bestimmtes Narrativ festgelegt. Und dann ist es egal, was man über ein bestimmtes Stück redet, weil man versucht, nur aus dem eigenen Narrativ das herzuleiten, warum etwas antisemitisch oder etwas nicht antisemitisch ist. Und in diese Dynamik ist es so gut wie unmöglich, einen Dialog zu schaffen. Ich habe das auch selbst gemerkt und habe ich mir auch das aus der Versuch zurückgenommen und hege meine Hoffnungen, dass ihn mit ein bisschen mindestens geografischer Abstand, wir sind nicht noch zeitlicher Abstand, weil diese Woche ist die letzte Dokumentarwoche, aber mit der geografischen Abstand doch eine andere Art der Diskussion möglich wird. Ich habe gemerkt, dass die Menschen, mit denen ich im Gespräch war, haben dann immer eine Seite vor Augen. Also eine Einlage hat immer gesagt, warum wieder die Juden? Wieder die Juden, also in einer Ausstellung, wieder die Juden werden negativ dargestellt. Egal, ob es ein orthodoxer Juden mit Reißzähnen und blutunterlaufenden Augen oder ein israelischer Soldat mit Hakennase wie in der Nazizeit. Übrigens, das ist auch interessant zu unserer Debatte, also diese Motive, die wir in Kassel praktisch als Kunst aus dem globalen Süden zu Augen bekommen haben. Wenn man diese Stereotype schaut, das ist ein Reimport. Also das sind zum großen Teil Stereotype, Vorurteile, die seit dem Mittelalter hier in Europa entstanden sind. Die sind mit dem Kolonialismus, nicht nur der deutsche Kolonialismus, auch der niederländische Kolonialismus und spanische Kolonialismus, in die Kolonien exportiert. Und jetzt, wie es halt ist, kommen sie auf uns zurück und stellen uns vor einen Spiegel. Und das ist was wir jetzt zu tun haben. Wir haben einen Spiegel von uns selbst in diese Banner von Tarik Padi. Aber jetzt komme ich auf die andere Seite. Die haben bemängelt oder die haben beklagt,
Ja, wieder wird nur über Antisemitismus geredet. Was ist mit Rassismus? Es gab zahlreiche rassistische Vorfälle in Kassel, die scheinbar für die Medien gar nicht interessant sind, die gar keine Empörung auslösen, wie wir das bei dem Antisemitismus sehen. Hier ist ein doppelter Maßstab. Ist ein Schmerz von jemandem, der von Rassismus betroffen ist, kleiner als jemand, der von Antisemitismus betroffen ist? Also so kommen auch die eine Art von Opferkonkurrenz wird auf der Tage gelegt. Und was ich sozusagen besonders schmerzhaft finde, dass gerade die Sensibilität oder die Aufregung über Antisemitismus als Hindernis wahrgenommen wird oder tatsächlich ist zur Auseinandersetzung mit Rassismus. Und so entstehen die beiden Lager, die eigentlich von Menschen, die für gleiche Ziel stehen. Also das ist auch ein Unterschied zu dem ersten Historikerstreit. Es geht nicht darum, dass eine rechtsnationalistische Weltanschauung gegen eine linksprogressive Weltanschauung konkurrieren, sondern wir haben eigentlich in dem Lager von denjenigen, die sehr schnell auf gleiche Werte einigen werden, nämlich die Ablehnung von jeglicher Form von Diskriminierung, von Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit, gleich einen Konsens finden. Doch an dem Punkt scheint hier die Welten auseinander zu gehen. Und was ist auch zu merken war in diesem Prozess, dass wie wenig Vertrauen zwischen diese beiden Lager gibt. Also man stellt und unterstellt dem anderen nur das Schlimmste. Der andere wird sozusagen zu Feind gemacht. Ja, und was hat das mit uns heute zu tun? Also ich hatte in den letzten Wochen mehrere Gespräche mit Referenten, mit Teilnehmern, die auch Unbehagen haben. Können wir überhaupt über solche Themen miteinander reden? Können wir eine Konferenz halten dazu? Es gibt so viele Verletzungen, es gibt so viele Emotionen. Ist es jetzt die richtige Zeit? Werden wir instrumentalisiert für eine Richtung, für die andere Richtung? Übrigens interessanterweise, jeder hat gedacht, also eigentlich diese Konferenz ist von der anderen Seite und wir werden jetzt als Tokens hier eingeladen. Also Sie sind hier zu urteilen, ob wir eine Schieflage gibt oder nicht. Ich kann nur sagen, wir haben alles getan, um das so pluralistisch und so multiperspektivisch wie möglich zu gestalten. Ja, aber es geht auch übrigens nicht nur darum, ob oder wie man an die Zeit der Kolonialismus oder der Zeit des Holocaust denkt, sondern auch an die Art und Weise, wie wir über die Zeit des Holocaust gedenken. Nämlich, es hat sich in den letzten Jahrzehnten auch eine Art von Gedenkenpraxis etabliert in Deutschland, wo Menschen, die sie selbst oder ihre Vorfahren nach Deutschland emigriert sind, exkludiert werden aus dieser Erinnerungskultur, wo praktisch Erinnerungskultur als etwas genuin Deutsches kolportiert wurde und dann würden Grenzen markiert, wo jemand, der aus der Türkei, aus Marokko oder aus Indonesien kommt, nicht hier zu tun hat. Und wir wollen auch kritisch darauf schauen, wie kann man einerseits Erinnerungskultur an Kolonialismus und Holocaust zusammen gedacht werden, aber auch, wenn wir über Erinnerungskultur an den Holocaust sprechen, wie kann auch diese Art der Erinnerungskultur inklusiv und nicht exkludiert dargestellt werden? Und diese zwei Fragen werden uns beschäftigen in den unterschiedlichen Panels. Deswegen haben wir heute auch ein Panel, der über die postmigrantische Erinnerungskultur spricht. Und wir werden dann versuchen, dass genau diese Komplexe dann auseinanderzudröseln und soweit wie es geht konstruktiv und soweit wie es geht nicht emotional anzunähern. Wir haben auch heute Abend eine Veranstaltung hinzugefügt, eine Veranstaltung, die ursprünglich nicht im Programm war.
unter dem Namen Kunst und Kontext, weil wir dachten, ganz ohne explizit über die Dokumente-Debatte können wir diese Tagung nicht gestalten. Die Veranstaltung findet hier statt, nach dem Abendessen um 20 Uhr. Und ich freue mich sehr, dass wir auch die Künstlerin Hito Stahl auch haben, die, vielleicht wissen die einigen, auch die Entscheidung getroffen hat, ihr Kunstwerk aus Kassel zurückzuziehen. Ich komme zu Hito Stahl, weil zum Schluss habe ich mir auch in den letzten Tagen nochmal einen Text von ihr gelesen, der in der Zeit erschienen ist, wo sie noch vor der Öffnung der Documenta etwas geschrieben hat, mir sozusagen in Erinnerung geblieben ist. Ich zitiere aus, was die Hito sagt. Anstatt einer notwendigen Kontextualisierung der postkolonialen Theorie für den deutschen Kontext, zog es die deutsche Öffentlichkeit vor, Postkolonialität zu exotisieren und als reinen Theorieimport zu konsumieren. Darin steckt eine Kritik, die ich sehr ernst nehme, weil die Kritik ist nicht an diejenigen, die Postkolonialität ablehnen, sondern die Kritik richtet sich an diejenigen, die sich als Anhänger oder Unterstützer der Postkolonialität, und sie sagt, ja, schön und gut, dass ihr damit euch hantiert, aber gibt es etwas, also ich bin kein Experte für postkoloniale Theorie, aber wenn ich was gelernt habe von Postkolonialität ist, dass zwei Sachen einen entscheidenden Unterschied machen. Kontext und Sprecherposition. Haben diejenigen, die postkoloniale Theorie nach Deutschland gebracht haben, wirklich ernst den deutschen Kontext und die deutsche Sprecherpositionen ernst genommen? Oder es geht einfach um ein Produkt, der man hier, eine Mode, die man hierher bringt. Ich tendiere, ohne jetzt zu viel Pauschalisierung zu begehen, zu dem Ersten. Also wir haben hier eine Mammutaufgabe und sie darin besteht, genau diese Ansätze, diese wichtigen Ansätze, die überwiegend nicht in Deutschland entstanden wurden, nach Deutschland in eine Art und Weise zu bringen, eine Art und Weise, die der Tatsache gerecht wird, dass in Deutschland vor 77 Jahren hier die Shoah stattgefunden hat. Und hier genau steckt die Verbindung zwischen der Kolonialzeit und der Geschichte des Holocaust und die Erinnerung daran. Ja, ich komme jetzt zum Schluss und möchte aber ohne große Dank sagen, werde ich nicht auskommen und will ich auch nicht auskommen, weil diese Tagung ist wirklich durch großartige Arbeit von vielen Leuten entstanden. Es wurde schon vorher erwähnt von der Auswärtige Amt, der das finanziert hat, über das Goethe-Institut, der sehr schnell sich zu dem Projekt sich bereit erklärt hat, mit zu unterstützen und auch mitzudenken und mitzugestalten, und natürlich an Sie, Frau Lenz, aber auch noch großer Dank an Wolf Iro, der Leiter der Kulturabteilung des Goethe-Instituts, und an Shoshana Lissmann, die von der Konzeption bis in die Buchungen der Flüge sich ins Zeug gelegt haben, an der Frankfurt University of Applied Science, sozusagen meine zweite Zuhause, an die Bildungsstätte Anna Frank, namentlich auch bei Eva Berensen, bei Janis Dettert, bei Astrid Kasparek, die an die entscheidenden Stellen dann auch unterstützt haben. Wie schön, dass du, Katja, hier gerade gekommen bist, weil dann, Katja, möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für den genialen Namen Beyond. Das ist ihre Schöpfung. Und ich denke, so einen Namen kann man wirklich nur in der kluge Kopf von Katja entstellen, weil das ist genau unser Anspruch in dieser Tagung, Beyond, ein Stück weiterzukommen. Das ist damit in den Namen schon sehr, sehr pointiert zum Ausdruck gebracht. Und last but not least, derjenige, der ich denke, alle hier mit ihm zu tun hatten in der Vorbereitung, ist Davide Torrente. Davide, komm. Der maßgeblich
zuständig war, dass alles läuft. Und sie sind alle gut versorgt, diejenigen, die Hotels sind, diejenigen, die auch Essen bekommen. Vielen Dank, David, für deine tolle Arbeit. Und ja, dann vielen Dank. Und damit komme ich zu Ende. Und kommt die Eva. Noch eine Minute vor technische Sachen. Ich wünsche uns alle anregende, kontroverse, auch stückweise emotionale, aber nicht übertriebene Konferenz. Und ich hoffe, wir werden morgen Nachmittag ein stückweise kluger, ein stückweise vernünftiger rauskommen aus dieser Konferenz. Vielen Dank.